ungern deinen Rhythmus, Kerl, aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Antena wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Na? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter dir. Keine Sorge. Ich glaube nicht, dass dieses Werkzeug die Fix wird. Hier oben! Nach dir, Junge. Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lukehalb gesehen. Ja. Ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Okay? Ja, ich bin okay. Aber die Leiter ist weg. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Verlasse sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. aber kein zugelassener Müll. Gleich wieder weg. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Hey, Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut. Bin in Kürze dort. Du hier.
hält hier. Na bitte sehr. Hey, wir sollten los. Ja, und abgehen. Alles klar, du bist dran. Moment! Okay, Klammer gesichert. Wow, alles okay? Bin noch da. Du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Fertig. Moment, ich mach das. Komm, seht ihr das an? Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schutzsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echte Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Hast du das etwa? Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Für Leute wie dich gibt's ein Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja.
Alles okay bei dir? Ja. So? Ja. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, naja, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auch Arscher da? Ja. Lass mich eine Weile nicht sehen, Worf. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Traum. Jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Wir halten an, Prof. Ja, irgendwas geht hier vor. Alles auf! Identifizierung bereit! In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Oder irgendjemand hat gespürt, dass die Macht eingesetzt wurde. Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst. Sonst werden
alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur ängstlich, es zu sagen. Für das Imperium. Doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Das tut weh. Keine Bewegung. Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Wieso fragt mich das ständig wieder, wie ich reinkomme? Hey, du musst das nicht mehr. Ich sehe dich. Der war doch nicht bereit. Ich hätte ausweichen sollen.
Halt den Zug auf. Oh nein! Hochdeckung! Zwischen den Seiten nach vorn. Jetzt! Sehr praktisch in der Umgebung. Jetzt versuchen wir zu springen. So ist natürlich viel dramatischer, als wenn ich vorhin noch gesprungen wäre.
Unterhaltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Das ist so einfach. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Überhaupt. Ich heiße Seer Janda und das ist mein Captain, Greased Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also, wer bist du? Cal. Kerstes. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Vraka wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich versteh schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Pogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment.